Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zur letzten Folge Minecraft Mars. So, wir connecten jetzt erstmal wunderbar wie in den letzten 116 Folgen auf den sexy Server, und wir sind heute tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, das ist die letzte Folge. Hier ist mir jetzt die Zeit egal, hier ist mir alles andere egal, erstmal zu den Grundsachen. Ich möchte jetzt einfach erstmal kurz das rauskriegen, was ich rauskriegen möchte, deswegen wird das hier sexy Gelaber. Könnt ihr auch erstmal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr wollt, sag ich jetzt auch einfach am Anfang so. War ja letzte Folge und wir haben das super gut durchgezogen eigentlich. Und zack, 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 zack. So, natürlich, wenn ich jetzt... Heilige Fresse, ist aber gerade ein bisschen mucho laggy. 17 Frames ist jetzt nicht so der härteste Shit. 20? Okay. Schon wenig so. Was zur Hölle ist denn hier jetzt wieder an? Okay, crazy. Natürlich jetzt mit meinem wunderbaren Abgang von Minecraft Mark wird Folgendes zur Debatte haben, und zwar Debatte. Das wird Folgendes beinhalten. Jetzt ist natürlich jeder, der noch aktiv an diesem Projekt teilnimmt, sich alles nehmen kann, was hier im Prinzip in meiner Butze ist, der auch meinen Reaktor benutzen kann und so weiter und so fort. Und auch diese wunderbaren Maschine und das Yu-Yu-Matter, was hier auch noch drin ist, das könnt ihr den anderen gerne sagen und da Bescheid sagen, dass ich raus bin. Das sind 8 Buckets Yu-Yu-Matter, die jetzt hier drin sind. Ich weiß gar nicht, wie man die da rauskriegt, ehrlich gesagt. Irgendwie kriegt man die auf jeden Fall da raus. Normalerweise wollte ich die deswegen da oben reintun. Das habe ich auch irgendwie nie richtig zum Laufen bekommen. Schauen wir mal kurz. Disabled, low. Naja, irgendwie ging es nie da rein. Wie gesagt, die ganzen Maschinen können benutzt werden. Die Monsterfarm funktioniert auch noch. Da muss man eben nur, wie gesagt, ein bisschen den ganzen Shit hier powern. Ich habe hier noch unglaublich viele Sachen drin, auch aus der Monsterfarm. Vielleicht sind da ja für ein paar Leute interessante Sachen drin. So Division Sigil kann man ja zum Beispiel nicht craften, sondern muss man finden, wenn das mal jemand braucht und so weiter und so fort. Alles jetzt bei mir verfügbar. Dieses Projekt war ein sehr, 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 sehr schönes Projekt. Ich werde jetzt im Hintergrund einfach mal ein bisschen durch die Welt latschen, mir noch ein paar Sachen angucken und so. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das erste Mal mich wirklich mit Mods auseinanderzusetzen. Es gab am Anfang ja viel Shit, als ich in das Projekt gekommen bin, weil ich mich vorher über Mod-Projekte extrem aufgeregt habe. Also nicht negativ aufgeregt habe, sondern über mich selbst, weil ich einfach kein Typ bin, und das werde ich in Zukunft vielleicht auch bleiben, vielleicht auch nicht, vielleicht probiere ich mal was Neues, vielleicht mache ich auch mal so eine Mod-Vorstellung oder so eine vernünftige, wo ich mich mal gut darauf vorbereite, denn in ein paar Folgen hat es ja gut geklappt, und wenn es mal wirklich eine Sache ist und nicht in Technik was zu tun hat, sondern, was weiß ich habe so ganz coole Sachen gesehen wie so eine Godzilla-Mod oder sowas, oder Shuffle macht sowas ja auch, oder irgendwas mit Flugzeugen oder so, kann ich mir vorstellen, dass ich mich vielleicht da mal reinfuchse, das natürlich nicht regelmäßig bringe, aber vielleicht einfach mal auch so ein bisschen den Kanal, möchte ja immer wieder, wie gesagt, alle paar Monate mal ein bisschen umstrukturieren, auch in Sachen, die mich interessieren oder die mich herausfordern. Und das, vielleicht gehe ich sowas mal in Zukunft hören, vielleicht auch nicht. Punkt, aus Ende, basta. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir das jetzt hier gemacht haben, dass wir das Wagnis eingegangen sind und nochmal gesagt haben, jo, wir, beziehungsweise ich mache jetzt nochmal so ein Projekt, dass da auch viele so offen waren, gerade nach Galaxy. Deswegen hatten ja auch viele dieses Problem, wie gesagt, damit, dass ich jetzt hier reingekommen bin, weil die gesagt haben, jo, in Galaxy hast du dich da voll drüber beschwert, was mega unproduktiv, und es war alles ziemlich scheiße. Hier ist übrigens der Eingang zu Peter, den finde ich jetzt original in der letzten Folge. Mit 20 Folgen davor habe ich nie geschissen bekommen, und jetzt finde ich den Shit. Na gut, wie gesagt, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, jetzt hier mitzumachen. Es war unglaublich cool, nochmal mit so vielen Leuten, mit denen ich sowieso schon so viel zu tun hatte, auch nochmal irgendwie ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, dass mir so viele Leute geholfen haben. Wie krass das einfach ist, Alter. Auch bei vielen Sachen, die ich nicht verstanden habe, auch nochmal ein großes Danke an die Leute. Wie gesagt, so ein Kev hat mir oft unter die Arme gegriffen, so ein Debitor Veni hat mir auch super häufig irgendwie Sachen mal gesagt oder weitergeholfen, oder ich konnte mir da was nehmen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank, also auch Paluten, Dena und sowieso, dass ich da überhaupt mitmachen konnte, und Revi und so viele andere. Wie gesagt, das war eine super coole Zeit hier im Projekt. Der Grund, warum ich das beende, der ist ganz einfach. Da könnt ihr auch gerne jetzt an diese Stelle die Leute verweisen, die in den Kommentaren ausflippen werden oder das scheiße finden, dass ich aufhöre. Und was ist das denn hier? Inverted Skyblock, das sieht richtig krass aus. Wie gesagt, es geht einfach darum, Leute, ich bin hauptsächlich immer noch kein Mod-Review-Kanal, und wenn es denn um Mods geht, ist es ja nicht nur das, sondern ich
bin einfach nicht sehr gut in Technikmodifikation oder in Techniksachen. Man sieht es, wenn ich schon bei Kev oder bei Debitor oder bei Veni ins Haus gehe. Das sind Leute, die kommen damit viel besser klar, die sind da kreativ, die machen das auch schon länger als ich und haben da Spaß dran. Gerade wenn es um so Technik-Mod-Pakete geht, da habe ich Spaß dran, wenn ich mir das alles ausführlich angeguckt habe, mir das durchgelesen habe und es funktioniert. Und natürlich muss man auch mit Misserfolg klarkommen, aber grundsätzlich liegt mein Interesse nicht da drauf. Ich bin ein Typ, der ist ein witzig durchgeknallter Spacko und das werde ich auch immer bleiben und da, ich werde meinen Typ nicht für Minecraft-Technik-Mods verändern. So. Und draufstellen, in Richtung Stadt gucken und springen. Was ist das denn? Guck mal sowas zum Beispiel. Wie krass sowas ist. So, und auch Bänke und so, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ich meine, Paluden hat sich ja auch irgendwie ewig lange Towncraft auseinandergesetzt, irgendwie über 100 Folgen. Ich habe wenigstens noch probiert, irgendwie ein bisschen andere reinzugehen, weil ich mir dachte, das machen auch schon so viele. Ich habe mein Bestes jetzt getan, aber es gibt jetzt auch den Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, nach 117 Folgen mit der jetzt hier, wo ich gerne ehrlich bin und sage, mir reicht's auch langsam so. Was zur fucking Hölle geht hier ab mit den Tränken? Also ich bin angekommen an einem Punkt, wo es mir persönlich mit diesen ganzen Technik-Mods zumindest jetzt keinen Spaß mehr macht, mich da dauerhaft zu informieren. Es gibt sicherlich viele, die sagen, jo, Diggi, das ist die einfachste Aufgabe der Welt und dann so und so, bei Veni läuft das ja auch voll gut, wenn du dich einmal informieren willst, dann kriegst du mehr Klicks und whatever, worauf es dir ankommt. Es geht mir da nicht um Klicks, es geht mir da nicht um Likes, es geht mir da nicht um irgendeinen anderen Scheiß, es geht mir einfach darum, dass es mir inzwischen nach 100 Folgen, nach über 3 Monaten, keinen Spaß mehr macht, so. Meine Güte, das ist für mich ausgelutscht, die meisten Leute, mit denen ich hier was gemacht habe, die nehmen sowieso nicht mehr auf oder sind so in ihrer Technikwelt und Modpacks, dass es keinen Sinn macht, mit jemandem anders aufzunehmen, weil tatsächlich die ganze Zeit nur, jeder über seinen Scheiß redet in der Folge und man super an sich vorbeiredet und tatsächlich gemeinsames Aufnehmen das alles nur noch schwerer macht, also, und Leute halt einfach auch Lichtjahre und Planeten weiter sind, als ich mit meinem Fortschritt hier in Mark. Und das ist okay und das kann ich verstehen. Und viele haben da den Entschluss früher gefasst, zu sagen, ja okay, das ist nicht mehr so mein Ding und ich gehe jetzt. Ich glaube, Gomme hat auch schon ganz lange nichts mehr gemacht, so. Oder halt eben Revi und Co. auch nicht. Und das ist ja auch alles akzeptabel. Ich wollte das für mich selber als Experiment, als Projekt durchziehen, soweit es geht. Ich wollte jetzt einen vernünftigen Schluss auch ziehen und eben meine Ressourcen noch öffentlich machen für die anderen Leute. Und wie gesagt, es war super cool. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch tatsächlich baff, dass ich irgendwas geschafft habe, also allein mit der Baumfarm oder so, das ist immer noch super cool, da haben sich auch super viele interessiert, die das schon ewig lang machen, die kannten sowas noch gar nicht, zeigt ja auch erstmal, wie viele Variationen es da gibt noch immer, wie gesagt, dass irgendwas funktioniert hat, da bin ich schon der fröhlichste Mensch drum, diese Mobfarm, die hat auch immer noch einen großen Platz in meinem Herzen, dass wir das irgendwie geschafft haben, da war viel Action bei, nach wie vor das Angebot, jetzt auch nach der Folge, ich hätte super gerne einfach einen Zusammenschnitt aus den Folgen, so den Best-of von Mark, ich habe es glaube ich in den letzten 5 Folgen gesagt, da ist leider immer noch nichts gekommen, weil es auch echt viel Material ist, das kann ich verstehen, falls sich jemand doch noch dazu durchringen sollte, wir können es auch gerne einfach ein bisschen später machen, ich wollte es jetzt mit in die letzte Folge einbinden, hat sich wie gesagt niemand gemeldet und ich habe selber einfach überhaupt keine Zeit mit den ganzen Projekten, die anstehen, mit der Gamescom, da sind so viele Veranstaltungen drumherum, die müssen geplant werden, ich sitze hier, agger mir einen Arsch ab und probiere irgendwie alles noch zumindest vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, da ist ja auch eine förmliche Riesendebatte ausgebrochen, dass ich dann jetzt mit dem Wegfall von Mark und höchstwahrscheinlich auch Sturm to the Top, weil es ja eine Varo-Vorbereitung ist, durch Varo, auch wenn ich dann in der ersten Folge sterbe oder nicht sterbe oder was auch immer da passiert, ist jetzt ja dann morgen tatsächlich, was in Varo passiert. Wie gesagt, ich da super gerne einfach mal auch für mich wieder ein bisschen klarer bin, das Kanalkonzept, mit dem ich ursprünglich gestartet habe, es geht jetzt voll im Kanalkonzept über, aber gehört ja alles noch mit hierzu, alles gut, okay, ist halt, dass ich, also ich habe mich mit 2 Videos
um so anzufangen. Ich habe mich mit zwei Videos immer sehr wohl gefühlt. Ein drittes Video, damit fühle ich mich auch wohl. Es gibt aber inzwischen Tage, und ich mache das jetzt seit, ich glaube, 40 oder 50 Tagen, dass ich drei Videos täglich bringe, wo ich mich in meiner Kreativität so ein bisschen ausgebrannt fühle. Also wo es tatsächlich Momente gibt, wo ich mir denke so, Bruder, morgens habe ich mega Bock auf einen Zusammenschnitt, mache dann aber zwei Videos, und auch wenn es nur Minecraft ist, und das sind Sachen, wo ich gerne auch, was heißt zugebe, das ist ja nichts Schlimmes. So eine Minigames-Runde, die muss natürlich gut sein, und da muss ich vielleicht drei, vier Runden mal spielen, aber das sind Sachen, da drücke ich Start, Stopp und lade es hoch, nachdem ich es gerendert habe und ein Thumbnail gemacht habe. Das sind insgesamt der Arbeit für ein Video anderthalb Stunden, eine Stunde, je nachdem, was man auch noch für eine Internetverbindung hat. So mit Rendern und allem drum und dran. Wie gesagt, das sind anderthalb Stunden. Das sind nur für zwei Videos drei Stunden Aufwand. Wenn ich dann einen Zusammenschnitt mache oder einen Vlog, dann bin ich erstmal draußen. Das heißt, ich muss vorproduzieren, weil ich dann in der Zeit, wo ich einen Vlog mache, immer Videos kommen müssen, wo ich nicht am Rechner sitze. Das heißt, da ist schon mal der Aufwand davor. Das sind dann nochmal acht Stunden, die drauf addiert werden. Wenn ich jetzt einen Zusammenschnitt mache, dann sitze ich da zwei bis vier Stunden. So, und das kommt dann nochmal zu drei Stunden dazu. Das ist, wie manche dann immer gerne argumentieren, ein ganz normaler Arbeitstag, und ich soll mich doch mal bitte nicht beschweren. Das Problem ist aber, dass ich in dem Job, den ich hier nebenbei mache mit YouTube, ich in der Kreativarbeit hinterhergehe. Das heißt, ich bin kein Typ, der acht Stunden lang einen Locher bedient und dann Papierchen einheftet, sondern ich bin, ich bin ein Typ, der straight up einfach erstens immer lustig sein möchte und Leute unterhalten möchte. Das sehe ich für mich als persönliche Genugtuung, wenn ich Leute unterhalte, wenn ich Leute einen schönen Tag mache. Das heißt, ich möchte lustig sein, ich möchte unterhalten. Das heißt, das ist, auch wenn es mir mal nicht gut geht, zum Beispiel mit dem Fall im Januar, wo meine Oma gestorben ist, bei der ich aufgewachsen bin, keine Ahnung, habe ich halt auch dann drei, vier Tage später wieder vernünftig angefangen, Videos zu machen. Und war dann für Videos glücklich, so, damit ich andere Leute happy mache. So, das sehe ich persönlich als meinen Job als Unterhalter. So definiere ich für mich persönlich Unterhaltung. So, ich bin nicht hier, damit ich euch meine Meinung aufzwinge, damit ich euch, irgendwie in irgendeiner Weise zu Fußvolk mache für irgendwelche Sachen, die ich toll finde oder geil finde oder in denen ich dann dadurch, dass mich viele Leute kennen und mir zugucken, besser bin als andere. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht euch zu einem Haufen hirntoter Zombies machen, die alles feiern, was ich mache und sage. So, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass die Leute, die meine Videos gucken, davon unterhalten sind. Mehr nicht und weniger aber auch nicht. So, und deshalb ist es halt eben für mich so wichtig, dann auch zu sagen, so, oh, wenn du merkst, oh, das wird jetzt zu viel mit drei Videos, da fühlst du dich in dem, was du eigentlich möchtest, mit der Tatsache, dass eben alle irgendwie unterhalten sind, das kannst du nicht mehr so geben, wie du möchtest, und dann kommt öfter wirklicher Trash, als du möchtest. Da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Wie gesagt, das ist halt einfach lange, und das Ding ist so, wenn ich zum Beispiel 7 Stunden jetzt oder 8 Stunden am Tag Videos mache, das ist dann für viele, wie gesagt, dieser 8 Stunden Arbeitstag. Da kommt aber noch so viel mehr dazu. Ich habe eine eigene Wohnung, die ich am Laufen halten muss. Ich habe Freundschaften, die ich ganz gerne pflege mal, weil ich auch ein echt kommunikativer Typ bin, wo ich oft genug zurückstecke, weil ich das, was ich mache, liebe, weil ich YouTube liebe, weil ich Kommentare wirklich gerne mag, weil ich es mag, jemandem einen Tag zu versüßen, weil ich diese Community, weil ich den Zusammenhalt mag. Es gibt diese Momente, das artet jetzt voll aus in so ein ernstes Video, merke ich gerade. Hui, heilige Mutter. Auch mal wichtig, meine Güte, ist eine letzte Folge von so einem Projekt. Wie gesagt, es kommt halt noch so viel mehr dazu, wenn mir jemand immer sagt, und da bin ich wirklich allergisch drauf gewesen letztes Mal, dieses verdummte, wirklich unreflektierte Scheißdenken mit Stop, du bist Gamer, ich lade das hoch und dann das Video und dann Geld. So, das ist einfach nicht wahr, das stimmt einfach nicht. Da ist so viel mehr hinter, was ich euch einfach nicht zeigen kann. Weil es in manchen Situationen einfach nicht geht. Ich kann jetzt nicht über Projekte reden, die vielleicht in 3 Monaten anstehen, weil diese Dinger geheim sind, weil ich da Verträge unterzeichne, die Geheimhaltungsklauseln beinhalten, worüber ich nicht reden darf, theoretisch auch. Was ich super gerne mache, was aber auch keinen Sinn macht, denn die Projekte sind als Überraschung da, die sollen dafür dienen, die sollen euch dann mitnehmen in irgendwas, die sollen euch Spaß bereiten, wisst ihr? So, und das ist auch alles gut und richtig so. Und ich kann vollkommen verstehen, dass man da sitzt und sagt, der beschwert sich jetzt darüber, dass der den ganzen Tag zockt. Aktiv am Tag spiele ich unter einer Stunde Videospiele. Jetzt ist das mal ein bisschen längeres Video, wird vielleicht irgendwie 25 Minuten oder so. Ich spiele unter einer Stunde. Und der Rest ist nur
Managen von irgendwelchen Sachen, sei es denn zum Beispiel Merchandise, sei es denn irgendwas mit anderen Spielen, die ich plane, sei es denn dafür Rechte einholen, sei es denn tatsächlich Events planen, sei es denn rumreisen, sei es denn zu irgendwelchen Meetings gehen hier im Umfeld, und dafür muss ich ja dann auch wieder vorproduzieren und bin dann total geschlaucht, wisst ihr? Das sind Sachen, die kommen dazu, das sind kleine Faktoren, und dann werden halt, ne, das sieht man nicht, darüber denkt man vielleicht als Zuschauer auch nicht nach, so, aber es ist halt viel, viel mehr und es strengt halt viel, viel mehr an, als man tatsächlich vielleicht manchmal glaubt. Also aktiv am Tag, wenn ich 8 Stunden arbeite, spiele ich davon Videospiele wirklich 45 Minuten bis 50 Minuten. Punkt aus. Mehr nicht am Tag. Und da gibt es Leute, die sind Gamer, da weiß ich, dass die bedeutend mehr spielen am Tag. Und auch 4 bis 6 Stunden. Und das sind Sachen, die habe ich zum Beispiel für mich komplett abgelegt. Und auch nicht negativ, aber das zum Beispiel, wenn ich jetzt privat spiele, so, es ist jetzt gerade, wo ich aufnehme, so 15 Uhr ungefähr. Wenn ich spiele, so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, mein Video sollte jetzt ungefähr um 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr kommen, dann spiele ich jetzt noch eine Runde FIFA oder zwei, so, da macht mir das aber Bock, dann spiele ich so 2, 3 Stück, und ich kann das nicht mehr so gut, wenn ich nicht weiß, dass ich so videotechnisch fertig bin für einen Tag, und wenn ich dann eigentlich fertig bin nach 3 Videos, dann denke ich mir immer noch so, und das habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr geschafft, weil es einfach wirklich zu viel war mit dem ganzen Rumreisen, London, Normandie, Ibiza, so, da kann ich halt auch nicht streamen, so, und da bin ich halt viel unterwegs und musste dann in 1, 2 Tagen immer 18, 20 Videos vorproduzieren. So, und das Stream geht dann halt nicht, ne, auch wenn man unterwegs ist. Aber wie gesagt, wenn ich das dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade hinaus wollte. Hilfe, jetzt habe ich vor allem meinen Punkt verloren. Ich würde ja sagen, hilf mir bitte mal einer, aber es hört mir ja gerade keiner zu. In den Kommentaren wisst ihr, was ich meine. Wie gesagt, auch dieses Streamding. Genau, ich kann da nicht mehr locker lassen. So, wenn ich abends nach dem dritten Video, wenn es 21 Uhr ist, wenn ich dann irgendwie anfange, so privat zu zocken, so NBA 2K15 habe ich gezockt, so, da fühle ich mich innerlich schlecht, weil ich dachte, du könntest jetzt auch ein bisschen Minecraft streamen, so. Dann gibt es den Leuten nochmal einen schöneren Abend, weißt du? Und es ist halt irgendwie kontinuierlich, ich habe das zumindest so, ich weiß nicht, es gibt bestimmt YouTuber, die das auch haben, also. Und ich sehe das nicht als schlecht an, so, das müsst ihr mir jetzt wirklich glauben, so, das hört sich super negativ an. Ich habe immer in mir das Gefühl, dass ich noch mehr dann machen möchte, weil es vielleicht, keine Ahnung, ich bin kein perfekter, guter Samariter, aber weil ich dann denke so, oh, da hat jemand vielleicht noch einen schlechten Tag gehabt und den hat mein, keine Ahnung, Kacksimulator jetzt nicht unbedingt aufgeheitert, dann streamst du doch nochmal und dann hat er die Interaktion und freut sich riesig, wenn du nur mal einen Kommentar vorliest oder auf eine Frage eingehst. Und da ist, glaube ich, gerade mein Essen, so, deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Cut setze oder das einfach mal jetzt einfach so stehen lasse. Ich glaube, ich setze einfach mal ganz kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt auch schon wieder, wie gesagt, oh, heiliger, puh, schnell hoch und runter. gerannt. Der kam eine halbe Stunde vorher. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Die Zeit in Mark war super. Wie gesagt, ich habe schon dazu gesagt, generell, boah, ich bin jetzt richtig außer Atem. Generell, ich trinke mal kurz einen Schluck. Würde es jetzt so sein, dass ich nicht für immer jetzt auf 2 Videos bleibe. Ich möchte das einfach nur für mich ein bisschen flexibler, sagt man dann, halten, sodass ich wirklich, ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ich habe eigentlich keine Verpflichtung, 3 Videos zu machen und habe das auch immer so beinhaltet, ne? Also, dass ich gesagt habe, ich sehe jetzt keine Verpflichtung, immer 3 Videos zu machen, habe dann damit angefangen und irgendwie hat sich das aber so eingepegelt und ich wollte es dann immer und wollte es dann immer. Ich möchte einfach nur in Zukunft auch manchmal vielleicht noch 3 Videos machen. Es wird ja sicherlich auch nicht das letzte Minecraft-Projekt sein, an dem ich teilnehme. Also, da seid euch auf jeden Fall mal sicher und ich möchte halt diese Struktur so beinhaltet haben oder weiter beinhaltet haben, dass 14 Uhr bis oder 15 Uhr, je nachdem wann ich es hochlade, eigentlich der Projektslot ist. Das war heute jetzt schon nicht so wegen dem Varo-Teamfight, aber das war nur wegen der Uhrzeit. 17 Uhr Minigames und 20 Uhr dann eigentlich immer oder 19, 20 Uhr mein Kreativspot, wo ich einen Vlog hochlade, wo ich irgendwie vielleicht mal einen Random Trash oder so hochlade oder ein Fashion Haul oder whatever. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne so weiterbehalten und wenn jetzt halt das Projekt mal wegfällt für eine Zeit, ist es so. Vielleicht mache ich dann was anderes, vielleicht irgendein Projekt, was mir dann gerade noch so einfällt oder irgendwie sowas so um die Ecke, ich bin mir nicht sicher. Und warte, nochmal ganz kurz eine Sekunde. So, jetzt nochmal der Cut, sorry, da hat mir gerade noch jemand geschrieben. Wie gesagt, ich möchte super, super gerne natürlich diesen Slot irgendwie weiterbehalten. Ich möchte auch super gerne vielleicht dann nochmal ein neues Projekt machen. Ich denke, da wird sich auch noch vieles in nächster Zeit tun. Mal schauen, wo man da noch reingelangt. Ansonsten
dieser Projektslot, ich weiß gar nicht, warum ich so krass Luft holen muss jetzt. Das ist, glaube ich, einfach wegen dem Pulli, weil es so übelst drückt, wenn man einmal irgendwie unterwegs ist oder läuft. Das ist echt so, auf einmal voll die Atembeschwerden. Das ist richtig krass. Ich höre mich richtig an wie Darth Vader. Das ist richtig merkwürdig gerade, okay. Aber auch nicht viel gepennt jetzt letzte Nacht unbedingt. So ist wahrscheinlich, wenn mein Körper jetzt komplett wieder auspackt. Wie gesagt, den Slot möchte ich gerne irgendwie andersweitig dann noch füllen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Projekt und halt auch nicht jeden Tag. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich möchte in Zukunft ein paar Tagen immer noch 3 Videos machen. Vielleicht mache ich es dann auch mal wieder für eine Woche oder so. Je nachdem, ich schaue jetzt einfach mal. Nur damit ihr euch auch nicht wundert, wenn ich jetzt erstmal über eine Zeit vielleicht auf 2 wieder runtergehe. Ich meine, wenn Varo läuft oder so, habe ich vielleicht zumindest für den ersten Tag, falls ich direkt getötet werden sollte, einmal 3 Videos und vielleicht ist es dann auch nicht mehr so. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, damit ihr Bescheid wisst. Ich muss richtig krank viel Luft holen gerade. Ich glaube, ich sterbe an Sauerstoffmangel. So, generell vielen, vielen Dank für den ganzen Support während Marc, muss man einfach mal sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir diese Höllenqual in manchen Folgen durchlitten habt, wo ich tatsächlich zu dämlich war und mir das nicht alles ganz genau durchgelesen habe, weil ich einfach so ein Typ bin, der ein bisschen stümperhaft ist. Und ihr trotzdem noch so zahlreich tatsächlich für so ein Mod-Pack-Review, also sind die Zahlen immer noch tatsächlich, also die halten sich ja auch immer noch mit irgendwie so 30.000 Views, ist das unglaublich gut für mich und meine Verhältnisse. Das sind Sachen, oder das sind Zahlen, da oder auch Zuschauer, wo ich mir denke so, boah krass, dass die immer noch so lange rumhängen, so 3 Monate lang und sich das wirklich noch antun, weil ich weiß, wie schrecklich ich manchmal sein kann. Ich weiß auch, dass es einen ganz kleinen Teil gab, der das mit mir gelernt hat, weil die eben auch eben keine Modpacks verstanden haben und ich habe immer deshalb auch probiert, das so gut wie möglich zu erklären, halt auch für die Leute und habe es eher so probiert, Tutorial-mäßig zu machen. Hat manchmal funktioniert, manchmal nicht so. Es liegt aber halt auch an mir. Ich bin jetzt nicht so der größte Tutorial-Mensch, auch gerade halt nicht, wenn es so gezwungen ist. Wenn ich das, glaube ich, so machen könnte, so als private Review und dann schneiden könnte, wie ich will, dann wäre das bedeutend entspannter. Aber das ist jetzt nun mal ja hier nicht so. Ja. Dankeschön für den ganzen Support. Dankeschön für euch als Zuschauer. In Zukunft wird es definitiv neue Sachen geben. Verlasst euch da drauf. Da werde ich mich drum kümmern. Ich denke, auch sonst werden vielleicht Freunde von mir, die ja auch immer viele Projekte machen und Co., da sich auch drum bemühen, dass da neue Sachen entstehen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich freue mich auf neue Projekte. Ich freue mich darauf, so viele von euch auch hierdurch kennengelernt zu haben als Zuschauer, die dann auch durch das Projekt vielleicht auf meinen Kanal aufmerksam geworden sind. Ich hoffe, ich kann euch dennoch weiter begeistern, auch wenn Marc nicht mehr unbedingt kommt. Egal, was jetzt auch in den Kommentaren passiert, Leute, ich werde nicht weiter Marc spielen, ich werde nicht weiter in diesem Projekt bleiben. Für mich ist das Projekt durch, auch wenn es tatsächlich hier aussieht wie hingerotzt und hingeschissen. Ihr wisst, die anderen haben auch manchmal teilweise sogar noch gar kein Haus, von daher ist es noch an der Stelle verhältnismäßig gut gelaufen. Also so Sachen hier sind halt echt schlimm, aber meine Güte, es sieht halt aus, wie es aussieht. Und irgendwann haben wir uns mal um den Boden gekümmert, das ist ein Anfang. So, danke für den ganzen Support. Dankeschön, dass ihr so lange zugeschaut habt hier bei diesem wunderbaren Projekt. Ich hoffe, in Zukunft kann ich euch weiter auch beglücken. Dankeschön an die ganzen Leute, die teilgenommen haben, die mit mir hier aufgenommen haben, die ich vielleicht auch dadurch kennengelernt habe. Dankeschön an über 100 Tage Technik für Elefants mit Dummkopf McGizek, der sich Mühe gegeben hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in einem neuen Projekt. Vielleicht auch, was wieder modlastig ist, wo ich mich ein bisschen ausprobieren kann. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin vernünftige, angenehme und vielleicht auch lustige Stunden auf meinem Kanal verbringen könnt. Und ist jetzt kein Weltuntergang. Drittes Video gibt es heute auch. Und momentan sage ich mal so viel, ich bin sehr viel wieder in Schnittlaune. Und das ist sehr, sehr gut, wenn man das Gemüt so hebt. Ich freue mich. Vielen Dank für die schöne Zeit. Ich sage, wie bei den anderen Folgen auch, Sturmwaffe ist out. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, wenn ihr das auch immer seht. Yay, vernünftig ein Projekt zu Ende gebracht. Juhu, tschüssen.